Okay. Boah, ist das Gewitter laut. Hey, Patty. Der Admiral hat ein Handelsverbot über die Stadt verhängt. Als hätte der Befehl von irgendwem dich schon mal von irgendwas abgehalten. Ja, das stimmt schon. Das interessiert mich einen fechten Futz. Du kriegst das schon hin. Garcia, der vierte Kapitän, hat wohl gute Kontakte bei der Inquisition. Wenn wir ihn finden wollen, sollten wir zurück nach Caldera fahren. Sag mir einfach Bescheid, wenn wir unseren Kurs ändern sollen. Okay. Slane hat ganz schön Ärger mit dem Admiral. Und weiter? Was geschieht jetzt? Slane will uns zu seinem Blutopfer durchführen. Er soll sich auf eine andere Insel befinden. Das hört sich doch gut an. Ja, aber ohne Schiffsausrüstung kann er nicht ablegen. Dann beeil dich und besorg den Kram. Ich will hier keine Wurzeln schlagen. Okay, die haben wir auch ausgequatscht. Und dann gehen wir zum Pulverfasshändel. Hey, Rick! Jetzt werde ich auch ein Captain sein. Interessiert mich nicht das geringste bisschen. Scheiß Ratte. Okay. Das Gold haben wir. Scheiß Ratte. Kiste. Muschel und Trank der Klingen. Ach, überall in diesem. Da hinten noch was? Nee. Wein. Eine Maki-Beere. Eine Ratte. Wieder mal. Hat es ja hier oben gar nicht viele. Eine Fackel. Hier noch was? Nee, scheint nicht so. Okay. Zu meinen besten Zeiten. Pirat. Wege da, Händler. Woher bekomme ich Proviant? Größere Mengen bekommst du im Hinterland von Antigua. Frag lieber Bill. Er kennt sich dort besser aus. Du findest ihn am hinteren Stadtausgang. Dafür bin ich nicht gut. Er ist ja nicht gut genug zum Fragen, ob er was Gutes zu trinken bekommt. Bill am hinteren Stadtausgang. Ein Schiff ohne Rum stinkt nach Jauche. Okay. Dafür, dass die Insel ist ja ganz schön groß, wenn man so vergleicht. Ja, die ist doch, Takarigua ist wesentlich größer, aber ja auch nicht schlecht. Okay, wo steht denn der Biel? Wache, Grace. Nun gehe ich doch noch kurz zu... Wie hieß der? Alvarez! Lass mich mit Slane auf die Jagd gehen. Ha! Ihr beiden seid Kindsköpfe. Zwei Kamele in der Wüste der Selbstüberschätzung. Auf der Suche nach Erkenntnis. Komm schon, störrischer alter Kauz. Nein. Solange Slane seinen Teil des Deals nicht erfüllt, wird er keine Ausrüstung erhalten. Und in meinem Hafen bleiben. Was, wenn er den Dolch wirklich nicht hier hat? Jetzt fängst du auch schon an. Haltet ihr mich eigentlich alle für bescheuert? Natürlich hat er den Dolch. Und er wird ihn mir bringen. Und was soll ich deiner Meinung nach bis dahin machen? Du hast sicher noch andere Aufgaben, um die du dich kümmern musst. Oder glaubst du wirklich, dass du schon bereit bist, Mara anzugreifen? Naja... Mach, was du willst. Also... Und das ist mein letztes Wort. Verdammt nochmal.
dieser Dolch, wenn der so enorm wertvoll und so enorm mächtig ist, glaubt denn dieser Alvarez-Trottel, dann trägt er diesen enorm wertvollen Dolch einfach so bei sich? Dann wäre er ja wohl ein Idiot. Dann würde ihm ja jeder aufs Maul hauen, um den Dolch zu bekommen. Aber dass dieser alte Greis nicht begreift. Ich meine, wenn ich so etwas enorm Wertvolles besitzen würde, würde ich das auch nicht einfach so mitnehmen. Ah, die kriege ich ja bestimmt nicht auf. Da punschen wir uns mal einen Rum rein. Hey, Zack! Du kannst mir doch sicher ein paar Tricks zeigen. Hi, wenn du zahlst. Okay, zeig mal. Dann lass mal hören. Härte 2. Ende. Können wir hier auch was lernen? Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Ja. Es ist mir ein bisschen zu viel Kohle. Eines Tages. Ja, immer noch die alte Leier. Okay. Wisst ihr was? Wie wär's, wenn wir dem einfach mal auf die Mütze geben? Dann rückt er ja vielleicht seine Waffe raus. So. Lass mich bloß in Ruhe. Nee, ich bin Patty. Lass mich bloß in Ruhe. Ja. Okay. Okay, das war's mit dem. Ja, ich versuche hier gerade noch ein bisschen Zeit zu vertrödeln, sonst wird die Aufnahmesession ein bisschen kürzer und das wollen wir ja nicht. Aber, nee, wisst ihr was? Ich klicke jetzt hier auf Speichern. Speichere hier noch ein letztes Mal. Gehe zum Hauptmenü und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Risen Dark Waters. Bis dann, tschüss.